Also ganz ehrlich, die Insel Kalador habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Sieht irgendwie so aus, als wäre das die Insel der Urgeburt der Schatten. Oder irgendwie so. Tja, wie auch immer, willkommen zurück hier bei Risen 3 Titanlords. Wir gehen weiter auf unserem Wege, denn wir müssen ja noch etwas für unseren guten alten Edward machen. Roher Fisch hier, der liegt hier schon seit Tagen. So viel zu frischer Fisch. Okay, da ist jetzt Zitadelle, müssen wir natürlich auch noch hin. Wir haben hier noch viel zu tun, Leute. Ich glaube, wir sind sicher locker noch 10 Parts hier. Mindestens. Okay, das ist die größte Insel, die ich jemals gesehen habe. Hier bei Risen 3 natürlich. So, Was soll das heißen, keine Fische? Na, wen haben wir denn da? Ein neues Gesicht auf der Insel. Willkommen am Abgrund zur Hölle. Dem besten Platz, an dem man momentan sein kann. Dankeschön. Ist das dein Ernst? Tut mir leid. Ich bin wohl schon zu lange hier. Bei der ganzen Scheiße, die hier passiert, hilft nur noch Galgenhumor. Respekt. Die Ansicht gefällt mir. Aber auch nur dir. Wie ist die Lage in diesem Teil der Welt? Verheerend. Die Schatten sind auf dem Vormarsch und hier sterben alle wie die Fliegen. Als Totengräber wärst du hier genau richtig, mein Freund. Arbeit liegt hier genug auf dem Boden herum. Ja, das Problem ist nur, wenn du natürlich Totengräber bist und nachher sind alle tot. Wer bezahlt dich dann? Das sind ja rosige Aussichten. Willkommen in Kalador, Ruinenstadt der Verzweifelten. Ehrlich gesagt, Urlaub machen würde ich woanders. Jo, glaube ich auch. Was machst du hier bei den Fischern? Ich bin hier, um Fisch für uns zu holen. Wer ist uns? Na, zu uns Dämonenjägern natürlich. In die Zitadelle, hinten am Horizont. Aber diese armen Fischer hat es ebenfalls hart erwischt. Kommen kaum zum Fischen bei dem ganzen Stress hier. Kein Wunder, dass sie wenig Fische für uns Krieger zu verkaufen haben. Kann dir doch egal sein. Tja, nur leider hätten wir Dämonenjäger dann bald nichts mehr zu essen. Ich schätze, dann müssen wir selbst fischen gehen, während die Schergen der Unterwelt um einen herumhängen. Nette Vorstellung. So wie es aussieht, werde ich wohl ohne den Fisch zur Zitadelle zurück müssen. Ich könnte dich mitnehmen, wenn du willst. Noch nichts. Nein, ich habe noch was zu erledigen. Sag mir Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Ich bleib noch ein bisschen hier. Falls du doch noch etwas Fisch auftreiben kannst, sag mir Bescheid. Ich kaufe dir rohen Fisch zu einem sehr guten Preis ab. Aber erst, wenn ich wieder bei der Zitadelle bin. Ich habe mein Gold nicht dabei. Ja, ist klar. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Panzerknacker lernen. Kein Schlosses von deinen geschickten Fingern sichern. Ein Schlosserknacken-Talent schlagt in 10 pro Stufe. Zähne ziehen lernen. War nicht unbedingt. Taschendiebstahl-Talent steigen zu um 5, nicht schlecht. Bring mir bei, wie ich Schlösser knacken kann. Das Wichtigste ist es, dabei nicht gesehen zu werden. Aber das brauche ich dir ja nicht zu sagen. Ich gehe davon aus, dass du nichts Verbotenes mit diesem Wissen anstellen willst. Also, du gehst zu deiner eigenen Truhe, für die du den Schlüssel verloren hast. Dann nimmst du dir ein biegbares Stück Metall und drückst damit ein bisschen im Schloss herum. Zuerst tastest du den Mechanismus ab, damit du weißt, wie er gebaut ist. Dann biegst du dir das Metall so zurecht, dass du den Mechanismus aushebeln kannst. Hey, da ist endlich mal ein richtiger Tipp, aber Moment mal, das kann man doch einfach im realen Leben einsetzen. Liebe Entwickler, soll es wirklich so sein? Ich bin noch nicht gut genug. Ja, Scheibenkleister. Wir sind der Kohle aus, aber noch ein bisschen was. Kohle hätte ich, aber der Rest ist noch ein bisschen kacke, wa? Fingerfertigkeit fehlt mir noch. Nee, Moment, das war ja. Moment, was fehlt mir So genau? schlimm ist es auch nicht. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Doch, Fingerfertigkeit, wa? Aber der hat 60. Aha, hier natürlich, ja, einfach nur 8. Schlösserknacken haben wir zwar 72, aber eben der Rest noch nicht. Das ist natürlich doof. Muss ich eben nicht noch erhöhen, irgendwie. Fernkampf mal. Ich habe zwar schon ziemlich viel Ruhm und soll gerne behalten. Ah ja, wieso nicht? Verdammter Mist. Was soll ich den anderen denn erzählen? Fisch vor seinen Augen, ich glaube es ja auch nicht. Was zu fangen. Für so einen Kram habe ich keine Zeit. Ich gehe bald zurück zur Zitadelle. Nächstes Mal habt ihr hoffentlich wieder was. Nein! Ah, ich wollte gerade. Bei den Höfen versuchen. Ich wollte die Truhe das ist nehmen. Doch Band 1, toll, okay. Wer ist denn da vorne schon wieder? Ist das. Hä? Papa? Nee.
Moment, die kennen wir aber auch aus... Wo ist denn zwei, glaube ich, wa? Garcia! Hey, du, bleib stehen. Hast du meine Goldbrosche gesehen? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Verdammt! Ich war mir fast sicher, dass sie hier irgendwo... Du hast sie doch bestimmt gestohlen. Gib sie wieder her, bevor ich dir das Fell über die Ohren ziehe. Einem Geist, ist klar. An diesem Ort gibt es kein Gold. Pah! Und was ist das hier? Moment mal. Wo ist meine Geldbörse? Sie war doch gerade noch. Geh mir aus dem Weg. Ich muss hier so schnell wie es geht wieder verschwinden. Moment noch. Na toll. Der Typ ist doch eh schon tot. Naja. Grundstein noch. So. Jetzt aber bitte schon die Truhe, wenn es geht. Mann, oh Mann. So, hallo! Verdammt, noch ein Maul, das wir stopfen müssen. Gehörst du auch zu den Dämonenjägern? Nein. Die ganzen neuen Leute, die hier auf die Insel kommen, machen uns das Leben nicht leichter. Als hätten wir nicht schon genug zu tun. Probleme? Kann man so sagen. Seit man von einigen Bauernhöfen nichts mehr hört, wollen plötzlich alle unseren Fisch. Mecker, mecker, mecker! Warum behaltet ihr nicht euren Fisch? Wir haben gerade mal genug Fisch für uns selbst und ein bisschen Überschuss zum Verkaufen. Aber wir können die Menschen doch nicht verhungern lassen. Besonders jetzt, wo sie auf uns angewiesen sind. Wenn hier nur nicht alles den Bach runtergehen würde. Nee, das geht nicht. Sonst gäbe es ja Seele minus eins. Warum bist du da nicht fischen? Gute Frage. Ich würde ja gern, aber ich kann nicht. Warum nicht? Weil mir dauernd etwas dazwischen kommt. Entweder sind es Monster am Strand oder irgendjemand will irgendwas haben. Naja, ich bekomme das alles schon hin. Bin ja nicht blöd oder so. Nö, sieht nur so aus. Übrigens. Dankeschön. Kannst du Hilfe gebrauchen? Ich weiß nicht. Abgesehen von dem fehlenden Fisch können wir auch keinen neuen fangen. Warum holt ihr euch keine Hilfe? Wen denn? Die Dämonenjäger sind sich für sowas zu fein. Ansonsten gibt es niemanden mehr hier auf der Insel. Aber wenn du dich schon anbietest, du siehst aus, als würdest du das hinkriegen. Jo, natürlich. Okay, ich töte deine Viecher. Super, danke. Sag mir Bescheid, wenn die Biester erledigt sind. Mach ich. Wo genau sind denn die Viecher? Direkt unterhalb des Dorfes am Strand. Geh einfach dahin zurück, wo du angekommen bist und gehe rechts den Strand entlang. Dann müsstest du schon auf sie treffen. Alles klar. Dankeschön. Was bekomme ich dafür, wenn ich deine Viecher töte? Ich nehme nicht an, dass du Fisch haben möchtest, oder? Du kannst natürlich auch Gold haben, wenn dir das lieber ist. Such es dir aus. Jo, was Gold. Was soll das heißen, keine Fische? Es tut mir ja leid, aber du hast doch gehört, was ich gesagt habe. Wir müssen auch sehen, wo wir bleiben. Wir können doch nicht alles abgeben, was wir haben. Verdammter Mist. Was soll ich denn an... Tja, ich weiß auch nicht. Übrigens, tut mir leid. Hab Hunger. Zum Glück ist es nur ein Spiel. So, wenn man roher Fisch, natürlich überall liegt hier roher Fisch herum. Alter, wir müssen einfach nur ein bisschen umgucken, die fette, alte, faule Sau. So, was haben wir hier drin noch Schönes? Das wird auch kein Problem sein. Die Spruchrolle vielleicht noch? Nö. Da gibt es also scheinbar nichts mehr. Eine Schatulle! Ein Fusel! Und eine Truhe. 30er, come on, ey. Ist doch keine Schwierigkeit für uns. Okay, normal geht's nicht. Gut, mal gucken. Was haben wir hier? Ja. So viel dazu. Muss eine Dämonenklinge gerade gefunden? Nein! Ah! Ist bereits leer. Mein Alter, ja. Da, rechte Hand. Aber das ist Langschwert momentan. Da ist genau Schwerte, 25 bis 50. Tja, ist dann eine Stichwaffe. Wobei ein Rapier natürlich auch cool wäre, aber der hier macht ein bisschen mehr Maximumschaden. Ja, wobei natürlich Maximum, Minimum immer so eine Sache für sich ist. Egal. Okay, drin ist das auch nichts. Du kannst ja selber mal versuchen, an dem Strand was zu fangen.
Für so ein Kram. Was hat's denn hier noch Schönes? Muss doch auch nichts Besonderes, wa? Nun ausposten. Ich höre was schnarchen. Die Frage ist los, wo ist der Typ, wo noch drin war? Ja, da ist drin. Hat er noch was? Nie pennen hier, seelenruhig vor sich hin. Okay, 60 dürfen eine Herausforderung sein. Also geht es schon mal nicht, okay. So machen. Und trotz allem so einfach. Na okay, Grog kann gut gebrauchen und den Rest. Komm mal aufwecken, wa? Captain Finch wollte unter allen Umständen verhindern, dass ein Unwürdiger seinen Platz einnimmt. Also versteckte er vor seinem Tode seine berüchtigte Piratenflagge an einem gefährlichen Ort. Zuletzt soll er auf Kila, in der Nähe eines eingeborenen Dorfes, gesehen worden sein. Das reicht mir. Dort war ich doch bereits. Also Kila natürlich schon, aber ich dachte, auf dem Ort her auch. Naja, übrigens, hey Killian! Bevor du mich fragst, sage ich es dir lieber gleich. Wenn du eine Nachricht überbracht haben willst, such dir jemand anderen. Ich habe genug davon, anderer Leute Mist durch die Gegend zu schleppen. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Okay. Und was machst du mit deiner freien Zeit? Saufen, wenn du mir einen Rum ausgibst. Warum sollte ich? Ich mache dir einen Vorschlag. Du gibst mir eine Flasche Zielwasser aus und dann kannst du gegen mich im Messerwerfen antreten. Was hältst du davon? Nö. Ich habe keinen Rum für dich. Hier gibt einem keiner mehr einen Rum aus. Wenn du es dir anders überlegst, sag Bescheid. Tja, es sind schwere Zeiten, wa? Bist du so eine Art Bote? Ich bin nicht nur so eine Art Bote, ich bin Bote. Oder besser, ich war Bote. Was meinst du damit? Ich meine damit, dass ich das nicht mehr machen will. Ich bin genug rumgereist. Es wird Zeit, sich dem Suff hinzugeben. Er hat doch zumindest eine positive Aussicht auf die Zukunft. Wieso arbeiten gehen, wenn du den ganzen Tag saufen kannst? Ich will keine Nachricht überbracht haben. Na, wenn das so ist, dann hätte ich einen Vorschlag für dich. Ich habe noch einen Brief, den ich überbringen müsste. Hättest du nicht Lust, den für mich zu liefern? Oje, oje. Was bekomme ich dafür, wenn ich den Brief für dich überbringe? Normalerweise ist es so, dass der Empfänger bezahlt. Lass dich also von ihm bezahlen. Na, von mir aus. Ich überbringe den Brief für dich. Alles klar, hier hast du ihn. Und denk an das Botengeheimnis. Nicht in den Brief gucken. Der Brief muss zu Harry nach Kila gebracht werden. Alles klar. Uiuiui, nach Kila. Na gut, von mir aus. Das ist nicht unbedingt so das Problem. Wir haben Kila sowieso soweit bereits abgegrast. Also kriegen wir das auch noch hin. Außer es im verbotenen Tal, dann wird's kniffliger. Man kann ja fragen, im verbotenen Tal, wenn wir schon dabei sind. War das auch etwas, was ich hier machen muss? Auf Kalador? Oder ich überlege gerade. Ja, nee, doch nicht, wa? Verdammt! Wo war denn das jetzt? Oder was ist doch dort? Nee, das war mit Magnus, okay. Genau, dort die Nervensäge. In die Fresse. Aber hier war es nicht, wa? Nö, da muss ich irgendwo anders hin. Die Frage war denn da, hierbei, wohin genau? Wohin war das schon? Hä? Da wird auf Kila? Ich soll doch irgendetwas holen dafür, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Was doch hier? Nee, es war auch nicht hier. Ist auch dort, Ich muss mal die alten Parts nochmal angucken, wie ich es dort gemacht habe. Irgendwo hat doch da was, also dachte ich zumindest, ich müsste da das in Kalador machen. Wieder mal nichts gewesen, Spesen. War okay, jetzt sind wir hier im Dorf, müssen nachher dort hoch, Alter.
Ansonsten ist hier nicht gerade viel los, von dem her können wir da weitergehen. Ich gehe bald zurück zur Zitadelle. Nächstes Mal habt ihr hoffentlich wieder was. Du kannst es ja mal bei... Ja, du kannst sie mal. Du kannst mich mal, im Sinne von... Ja, also ich kann ja verstehen, wenn die große Fischliebhaber sind, aber wenn hier schon so viele... Man, über sind doch... Gut, Pilze aber jetzt auch nicht besonders gerne, ganz ehrlich, aber... Ein paar Beeren und ein paar Hühnerbeine und so ist doch auch lecker. Wieso immer gefilte Fisch? Hm, ja, geht sowieso falsch. Erstmal die Quest mit Edward abschließen. So, hat es hier irgendwo noch ein paar Monster? Monsters! Die Musik wird ja wieder ruhiger. Was hier wieder lauter wird, wa? Was ist denn das? Ein Scavenger! Oh, sogar ein paar. Einige davon! Wow! Halt die Klappe, du Vogel! Du hast deinen Meister gefunden. Ja. In uns beiden. Okay, da geht's jetzt scheint zur Zitadelle direkt, wa? Ja, sieht nicht so aus. War das momentan noch Piepfurz? Egal. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Na komm, den Feldspiel nicht unbedingt. Ah, oh, Hilfe, sind Grabspiele. Mann, ist klar, kann ich gar nicht mehr angreifen. Da bitte mal ausweichen, Dankeschön. So, hilfst du mir gerne mal gegen die Großen? Verdammt, die kann... Sorry. Countdown, ah, jetzt. Mann, tritt rennt doch mal, Alter! Daneben, daneben! Ja, du sagst es. Scheiß Insekten, bläh! Okidoki, noch ganz kurz was saufen, was fressen, was saufen, was fressen. Na, immerhin ernähren wir uns gesund. Gesund. Aber wir sind reich vor allem. Meine Fresse. Okidoki, jo, was gibt's denn hier unten noch? Sollte. Gibt's ja gar nichts mehr. Ja, ein bisschen Golderz, okay. Naja. Okay, Edward, komm mit. Gehen wir ganz kurz über die Brücke und dann. Können wir auch schon bald mal den Part beenden? Tja, wenn es so lange, lange Geschwafel ist hier. Wow, macht Kobold hier. Hat der bitte gemacht? Bitte verschwunden? Der sagt, kannst du teleportieren. Voll aus dem Schlaf geholt. Ja, oh, komm, gib's zu, es gefällt dir doch, wenn ich so brutal bin. Okay, Leute, gibt's hier oben noch etwas? Wenn ich unbedingt gleich die ganze Insel abgrasen, obwohl es echt ziemlich groß ist. Alter. Okay, wir sind auch noch lang. Hier oben sind wir irgendwie richtig, wa? Jo, lange dauert's nicht mehr. Das war wohl alles mal seins. Alter, was ein großes Gebiet hier. Wobei, viel gibt es hier nicht, weil hier ein Häuschen und so. Hier oben wieder mal ein Schattengebiet, wa? Sieht zumindest so aus. Ja, genau, irgendwo hier drüben soll dann der Held scheinbar sein. Doch ja, hier, Wallfall irgendwo hier drüben auf der Seite des der Insel. Oh, da ist er ein ganz großer.
So, also zum, so wie zum Rammer. Oh man, die Vögel. Golden nur abgewartet, auch nicht schlecht. Ja, komm nur. Mann. Oh, falsch anvisiert, toll. Mann, ich kann nicht alle gleichzeitig aufnehmen, das geht nicht. Das Kampfsystem hat noch so seine lieben Schwächen. Ich meine, der Konterangriff ist ja schön und gut, aber was bringt er dir, wenn du natürlich erst einmal die Taktik des Gegners herausfinden musst? Dann ist sie doch ein bisschen doof. So, gibt's hier oben noch Schönes? Scheinbar nix. Aus einer coolen Aussehen natürlich auch nett, aber nö. La 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 la. Eine Blutwurzel. Okay, weil es eine Blutwurzel nicht etwas, was mir sogar etwas bringt. Also im Sinne von nicht Blutgeneration, sondern eher. Nee, doch nichts. Einfluss durch den Baumwürger, ja, wieso nicht? Blutkappe gibt den Geist. Fingerfertigkeit. Geil. So mache ich das. Okay, dann noch Einfluss, List. Echt noch für Fingerfertigkeit sparen? Nee, ist man zu viel. Hier, geht auch, wa? Silberzungen einschüchtern über 60. Das ist doch mal der Hammer. Wo geht's hier noch hin? Mir scheint bloß in einen leeren Strand, was... Was ist das für ein Viech? Wowen! Was? Cooler Name, muss er zugeben. Hätte noch viele Ausdruckschusswaffen. Ja, so ist das tatsächlich. Okay, der Vieh hat ja durchaus noch ein bisschen Power. Die Beine lasse ich noch. Kann ich die. Nee, Schnecke aufnehmen geht nicht, okay. Tja, Leute, so will dazu. Das kann ich ja nicht mitnehmen. Aber vielleicht das hier noch. Eine Muschel, cool. So, Alligator gerade, nö. Aber es geistert wieder. Es wird einfach nicht Tag. Als wäre die Insel irgendwie verflucht. Tja, natürlich doof. So, dankeschön. Kommen wir ganz schnell hier hoch und will mal sagen, bevor wir dann uns ins Gebiet von Edward aufmachen und seinem Erben, will er doch mal den Part noch beenden. Jo, hier ist soweit alles geritzt, alles abgeschlossen. Ja, dann geht es im nächsten Part hier weiter mit dem Erben des guten alten Edward. Ich hoffe natürlich, dass er nicht unbedingt enttäuscht wird, oder? Dein Großonkel Randolph war aber kein Fischer, oder? Pff, du hörst mir nicht zu. Randolph von Drehl war ein dunkler Krieger. Seine Ländereien liegen im Südwesten der Eisenbucht. Berühmt und ruhmreich führte er sein Gefolge in die Schlacht gegen die Unholde, die das Land bedrohten. Also sprich von ihm mit etwas mehr Respekt. Alles klar. Und was sagst du zu dieser Gegend? Die Heimat meiner geliebten Vorfahren hat sehr gelitten. Es wird Jahrzehnte dauern, bis sich unser Reich wieder aus ihren Ruinen erhebt. Ich werde alles tun, damit es auch dazu kommt. Ich würde fast, das erleben wir erst bei Risen 4 dann. Aber gut, wie es weit... Ende mit den Biestern. Wow!
mit einem Part beenden und plötzlich kommt so ein Lux daher. Ich sehe das wieder gar nichts. Aber unser Kumpel Edward macht das schon. Alter, einfach aus dem Out of Nowhere einfach angriffen. Das Scheißding, ey. Egal. So, Leute, fertig für heute. Wie es weitergeht hier bei Risen 3 Titan Lords, das nächste Mal wieder. Danke fürs Zusehen und bis dahin sage ich Tschüss.